Leute, ihr spinnt. Also zumindest einige von euch. Goldi hat gestern ganz gemütlich sein Video geschnitten, rausgebracht und ist dann einfach draußen eine Runde laufen gegangen, hat ein bisschen Pokémon Go gespielt, ein bisschen TS geredet, als Candy plötzlich gesagt hat, ey yo, deine Premiere startet, ich lasse meine Kanalmitgliedschaft da. Hab ich mich gefreut, wusste aber natürlich nicht, dass unser geschätzter Freund Herr Homer ebenfalls diese Premiere im Livestream verfolgt und wie soll ich sagen, eine Bombardation an Kanalmitgliedschaften ausgelöst hat. Wir haben jetzt 39 Kanalmitglieder. Und deswegen bin ich dann erstmal direkt in den Aldi gegangen und habe mir eine Paulaner Spezi sowie Salami-Sticks gegönnt. Ja Leute, erst wirklich vielen, vielen Dank für die ganzen Kanalmitgliedschaften und herzlichen Glückwunsch geht auf jeden Fall raus an den lieben Nachtluna. Der hat nämlich die letzte Verlosung gewonnen und wir haben heute auch eine richtig coole Verlosung für euch am Start. Dafür müssen wir mal zur Gold Bay gehen und soll es nämlich heute auch tatsächlich, ich hatte gerade Pokémon Go gesagt, so ein bisschen auch um Pokémon gehen, denn es gibt neue Köpfekisten. Und ich habe vorhin gerade ein Video aufgenommen, wo ich euch einen Trick zeigen wollte, um nach 15 Minuten zu merken, dass der Trick nicht mehr geht. Deswegen habe ich nach einem Alternativthema gesucht, gesehen, dass es neue Köpfekisten gibt und dann gedacht, ey, es wäre doch nice, die mal ein bisschen vorzustellen, da es Pokémons gibt und ich bin großer Pokémon-Fan. Leider hatte ich keine Kristalle mehr. Ja. Danke, Abke. Deswegen steht jetzt da oben auch Werbung in der Ecke, ne? Krefer Games, Kuss geht raus. Wir werden jetzt erstmal gucken, was es für Köpfe gibt. Wir haben nämlich hier viele Generation 1 Pokémon. Angefangen natürlich mit den Startern Lumanda, Chigi, Bisasam und die ganzen Entwicklungsreihen. Aber auch hier viele andere Sachen. Taubsi sehe ich hier, Sandan. Ja, die Pokémon-Leute von euch kennen es. Zusätzlich gibt es dann noch ein zweites Set, nämlich das Valentinstags-Set. Da gibt es hier ein paar Herzen, ein paar Rosen und noch einen roten Bedrock. Ich glaube, der soll hier nicht drin sein. Oder vielleicht doch wegen der Farbe. Keine Ahnung. Aber das Highlight, Leute, sind natürlich die verzauberten Köpfe. Ihr wisst, es gibt immer einen verzauberten Kopf in der Köpfekiste. Und das ist jetzt ein bisschen anders, denn wir haben alle vier Starter, wenn man mal Pikachu mit als Starter zählt, Gen 1, ihr kennt den Trick und so weiter. Aber wir haben die drei Gen 1 Starter plus Pikachu alle verzaubert in Glück 1. Und dieses Glück werden wir brauchen, denn genau die wollen wir jetzt ziehen. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal rein. 80 Kisten. Ich werde jetzt einfach hier sitzen und Kisten öffnen. Wenigstens seht ihr da einen coolen Zusammenschnitt. Let's go. Ey, dieser Knosp. Ach ja, Leute, ich vergesse, die ganzen Sachen verlosen wir natürlich an euch. Das heißt, es wird heute ein richtig fettes Paket geschnürt. Und es gibt da noch eine kleine Überraschung, also bleibt auf jeden Fall da. Das wird ein hammerkrankes Giveaway heute geben. Leute, wir haben Glurak gezogen. The Vulpix. So, Leute, ich habe jetzt literally seit 10 Minuten Kisten gezogen und so sieht mein Inventar aus. Ich bringe das mal ganz kurz in Ordnung. Ja, Leute, und das möchte ich gerne an euch verlosen. Ja, Leute, wir konnten leider keinen Glückskopf ziehen. Wir hatten dreimal welche drin. Oh, Leute, hier ist Glumanda Glück 1 drin. Ich glaube, zweimal Glumanda und einmal Shiggy, aber gezogen haben wir leider keinen. Aber dennoch, ich als großer Pokémon-Fan appreciate natürlich sehr, dass mal Pokémon-Köpfe drin sind. Und ich möchte das Ganze natürlich jetzt auch an euch verlosen. Dafür machen wir drei Gewinnerstufen, nämlich der dritte Platz wird die Herzen bekommen plus den roten Bedrock. Der zweite Platz wird die ganzen Rosen bekommen und der erste Platz bekommt alle Pokémons. Ihr seid dann offiziell ein guter Pokémon-Trainer. Zusätzlich habe ich mir, weil das Giveaway ja nicht schon krank genug ist, eine weitere Sache überlegt, die in dieses ganze Köpfe-Ding so ein bisschen reinpasst. Nämlich wird der Gewinner vom ersten Preis zusätzlich bei /PHRoberto einen solchen Sniper übernehmen dürfen. Also einer von euch wird einen Sniper gewinnen, also sorry. Einer von euch wird es gewinnen, dass ich seinen Kopf da drauf tue. Ihr kriegt natürlich keinen Sniper. Tut mir leid an alle, die sich das gewünscht haben. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kriegen wir den Senf? Ja, Leute, ihr kennt doch hier mein kleines Schnucki-Mäuschen. Das braucht ein bisschen Liebe. Deswegen, Leute, wenn ihr teilnehmen wollt, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare einen Liebesbrief an Roberto. Unter allen werde ich das dann auslosen und in einem der nächsten Videos dann auflösen. Ich hoffe, das gefällt euch. Ich hoffe generell so ein bisschen das Format mit den neuen Kisten gefällt euch. Vielleicht kann man das ja aber mal machen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Abke und Krefer Games für das Sponsoring des heutigen Videos. Und wie gesagt, ich profitiert davon gar nicht. Das geht alles wieder zurück an die Community, zu euch. Und ich hoffe, euch gefällt das, dass wir hier so ein kleines, cooles Giveaway mal machen konnten. Ansonsten würde ich sagen,
Und weil es so schön ist, werde ich jetzt diesen wunderschönen Panda zum Schluss des Videos noch mit meinem Glurak verdreschen. Jessie hat mir die Rechte genommen. Leute, ich bin nicht mehr vertraut, ich bin nur Mitglied auf dem Grundstück. Ja, keine Sorge, ich habe Abge gefragt. Papa Abge kommt gleich her und schlägt dich. Wir müssen warten. Manchmal hat er Stress auf Arbeit, es geht nicht immer alles so schnell. Tut mir leid, Panda. Ich glaube, Papa Abge ist Zigaretten holen gegangen. Schau mal, der Markus, so alt, der vergisst, dass er ein Color Battle war.